Fußball 2000, wir sind wieder da. Die Frankfurter Eintracht spielt 1:1 in Augsburg. Und das ist natürlich ein Spiel, was wir uns ganz genau anschauen müssen. Eigentlich muss man ja sagen, nach einem kurzen Schreckmoment fing das Ganze doch gar nicht so schlecht an. Ja, du hast es angesprochen, die Eintracht war am Anfang besser, fand ich. Also das war jetzt nicht auf unfassbar hohem Niveau, aber du hast gedacht, okay, geil, so würde ich es mir wünschen, dass du in Augsburg spielst, wenn du dir so Ausfälle mit Trapp und Kostic hast, weil du warst optisch überlegen, du hast es einigermaßen im Griff gehabt, du hattest auch mal längere Ballstaffetten, die mich immer beruhigen, zu sagen, keine Hektik reinkommen lassen gegen einen Gegner wie Augsburg. Ja, und gehst dann in Führung nach einem Fehlpass von Augsburg, aber hast es super ausgespielt und hat aber scheinbar nicht ausgereicht, um dich vollends zu beruhigen. Und das habe ich dann im Nachgang nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Weide, wie kam es denn dazu? Erstmal nach dem 1:0 haben wir ja gedacht, okay, das geht doch in eine gute Richtung. Wunderbares Tor, müssen wir mal auch loben. Mit einem herzlichen Applaus. Von Kamada gemacht, auch übrigens die Vorbereitung von Lindström über Boué, dann zu Kamada. Der Kamada machte auch ein Tor, was viele von uns nicht gemacht haben, muss man ganz ehrlich sein. Aber wie war es denn danach? Bitte? Keiner von den hier Anwesenden. Nein! Nein! Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber weiter, wie kam es denn, dass man nicht diesen Spirit so weitergetragen hat, dass man sagt, okay, man setzt halt jetzt nach. Und irgendwann war es ja diese schwierige Phase, die dann kam. Ne? Ja, glaube ich, das müsste, würde mich die Eintracht anstellen. Das war ein bisschen wie vor einer Woche gegen den BVB. Also du hast die Chancen, das Spiel vorteilig klarzumachen, wieder Lindström, und hörst dann in verschiedenen Momenten auf, nach vorne zu spielen. Also es war jetzt, gegen Augsburg war es nach ungefähr 30 Minuten, gegen BVB war es nach ungefähr 50 Minuten. Und es ist auch so, dass man aus dem Spiel rausgeht und sich denkt, das hätten die halt auch gewinnen können. Also die hätten auch gegen BVB gewinnen können. Du hättest irgendwie 4 Punkte haben können, du hättest 6 Punkte haben können, und hast du letztlich halt einen. Und das ist ein bisschen doof, so ein bisschen der Rückrundenstart. Insgesamt hat man schon gemerkt, fand ich, dass Kostic gefehlt hat. Das war ja auch in Anfangsphase oft so, dass das Pressing hat so einigermaßen funktioniert, dann hat auch schon mitgeholfen mit komischen Fehlpässen. Und dann waren die ja oft auch in so Situationen, wo dann die Flanken von außen nicht kamen, weil da Leute standen, die nicht unbedingt da, glaube ich, hingehören, wenn alle fit sind. Ja. Und trotzdem gehst du in Führung und hast trotzdem die Chance auf 2:0. Und wenn du es machst, dann gewinnen die das Ding halt easy. Insgesamt ist es wieder ärgerlich und auch ein bisschen unerklärlich, weil sich dann so weit zurückfallen lassen und plötzlich dann aufhören. Aber du sprichst es ja gerade an. Wir haben nach dem 1:0 noch die Riesenmöglichkeit, und die müssen wir hier ansprechen, zum 2:0. Und wir wissen, wir haben das Spiel gegen den BVB gesehen, auch das muss jetzt keine Vorentscheidung sein. Aber gerade gegen Augsburg, die ja jetzt auch nicht so wunderbar in der Liga unterwegs sind, ist das schon eine Möglichkeit, die kann man verwandeln. Und wie gut war das gemacht? Erstmal der wunderbare Pass von So. Das ist ein herausragendes Ding, Basti. Und dann halt leider der Abschluss. Also es ist auch so 50-50, weil allein der Pass von So, das ist ja mega sehenswert, ne? Ja, es hat mich ein bisschen dran erinnert. Ich glaube, gegen Leverkusen hat So auch Lindström schon mal so auf die Reise geschickt. Und der braucht gar nicht lange, um das zu antizipieren. So, das war jetzt nicht, dass er den Ball am Fuß hatte, sondern der hat das aus einer fließenden Bewegung rausgemacht. Ich dachte erstmal abseits so. Also ich habe gesagt, so geil kann der den da nicht reinfiletieren, diesen Pass. Lindström steht vor dem Tor, und als er die Chance vergeben hat, habe ich gedacht, oh, 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 oh. Ja, ja. Hoffentlich erinnern wir uns nicht an diese Szene. Dieser Wunsch ist dann leider nicht in Erfüllung gegangen, weil, und ich glaube, den Bruch, den ihr beide hier angesprochen habt, der kam mit dieser merkwürdigen VAR, wie soll ich es nennen, Diskussion und hin und her. Also am Anfang, ich glaube, er hat erst Elfmeter gepfiffen, dann hat er gesehen, dass Hasebe gefault wurde, dann ging es darum, muss er jetzt rot geben, dann hat er gelb gegeben. Also diese ganze Sache hat irgendwie 2-3 Minuten gedauert. Und danach war merkwürdigerweise, obwohl die Entscheidung zugunsten der Eintracht ausgefallen ist, ein Bruch drin. Und wenn Weide sagt, dass er da auch keine Erklärung hat, kann ich es hier leider auch nicht bieten, weil es ist ja nichts passiert. Es ist nicht so, dass Augsburg jetzt hier plötzlich angefangen hat, Dippemess zu machen, und es geht richtig vorwärts und überall ist irgendwie jemand unterwegs, sondern das war halt immer noch Augsburg, und die Eintracht hat es nicht mehr geschafft,
Zugriff zu diesem Spiel zu finden. Und das ist für mich wirklich unerklärlich. Und das zumal ist, du dann auch noch eine Halbzeit dazwischen hast, wo du das ansprechen kannst. Ja, lass uns doch erstmal diesen Teil abhandeln, bevor wir jetzt dann wieder nach vorne gehen. Weil ich finde, dieser ganze Aspekt ist ja doch mal sehr interessant. Wir sehen, dass die Eintracht plötzlich komplett aus dem Tritt kommt mit dieser Szene, die eigentlich für sie entschieden wurde. Aber gehen wir nochmal zurück. Was war? Erst habe ich gedacht, okay, dann gibt es die Situation und der eine schießt ja, schießt das Tor. Und habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt fällt es 1-1. Dann wird abgepfiffen, dann siehst du die Situation und siehst, ah, okay, gibt es jetzt Elfmeter, weil es sah ja erst so aus, als würde Hasebe jetzt den Gegner faulen, so dass es Elfmeter gibt. Dann siehst du aber in der kurzen Szene, beziehungsweise wenn du es in kurzen Zeitlupe dir anschaust, dann siehst du plötzlich, okay, Hasebe wird gefoult. Dann gibt es eine gelbe Karte für den Augsburger und dann ist diese Situation eigentlich bereinigt. Wir denken, huh, alles klar, Glück gehabt. Und weiter, wie kann das sein, dass das so einen Break gibt, dass eigentlich bis zur Pause die Eintracht komplett am Schwimmen ist? Ich weiß es nicht. Und das Entscheidende ist auch, was dann, glaube ich, auch in der Nachbetrachtung dann jetzt irgendwie nochmal kritisiert werden muss, wahrscheinlich auch von Klaassen angesprochen wird, das hat er auch oft angesprochen. Basti hat gesagt, die haben nicht mal Dibbelmess gemacht, die haben ja nach vorne nicht viel gemacht, Augsburg. Das war wirklich mit einfachsten Mitteln, sind die oft hinter die Abwehr gekommen, wenn du das Tor anguckst, da kommt ein Ball aus dem Halbfeld über die Abwehr drüber und Gregoritsch steht völlig alleine. Und ich glaube, wenn du merkst, läuft nach vorne nicht mehr, dann müssen die es wieder hinkriegen, dass zumindest hinten gegen Augsburg, ne, dass da erstmal nichts anbrennt. Und das wäre jetzt wirklich kein Hexenwerk gewesen, die vom eigenen Tor wegzuhalten. Zumal du ganz kurz, muss ich einwerfen, mit 5 Verteidigern dort antrittst. Ja, richtig. Ich meine, das hat dir ja in der offensiven Statik echt nicht geholfen, dass du keine Flankenläufe starten kannst. Wenn du überlegt hast, wie lange Touré und Chandler im Vergleich zu Kostic brauchen, bis die dann mal in einer gefährlichen Flankensituation sind, da ist eigentlich der Käse schon wieder gegessen, weil die dann erstmal abbrechen, dann gehen sie nach hinten und dann flanken sie erst. Dann ist quasi die Abwehr schon wieder sortiert. Aber zumindest defensiv sollte es doch zumindest den Gain haben, dass wenn du mit 5 Verteidigern spielst, dass eben so ein Ball wie vor dem 1-0 nicht gespielt werden kann. Ja. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil sowohl der Pass ist unbedrängt, als auch die Annahme und dann aber auch quasi die potenzielle Flanke, beziehungsweise leider ist es dann ein Torschuss geworden. Das muss wirklich analysiert werden, weil das ist viel, viel zu einfach, dass so beschränkte Mannschaften dann gegen dich so gefährlich werden können. Und liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr da eine Lösung dafür habt, wie das genau gelaufen ist, dass die Eintracht so auseinandergefallen ist, zumindest für diese Zeit, denn es war echt so eine Knackerzeit, da hast du selbst nach dem 1-1, was in der 38. Minute ist, gefallen ist, hast du fast noch die Angst gehabt, dass da jetzt vielleicht das 2-1 fällt, weil das wäre halt richtig krass schwierige Situation gewesen. Das war auch so die Phase, wo ich auch sagen muss, Diandra May, der ein insgesamt gutes erstes Spiel gemacht hat, wir gehen gleich nochmal gesondert auf ihn. Aber das war natürlich so eine Szene, wo du dachtest, scheiße, da muss er zumindest den kurzen Pfosten dann eng halten. Und dieses Tor darf so nicht entstehen, weil, Weide, du hast in den Highlight-Clips schon ja gesagt, im Zweifel geht er dann an den Bauch, der Ball, und dann ist es eine total ungefährliche Situation. So war das halt das 1-1. Gregoritsch hat sich selbst belohnt. Und trotzdem, wir haben uns eigentlich dann bis zur Halbzeit irgendwie gezittert, Weide, ne? Ja, also da war ein Bruch im Spiel und jeder konnte froh sein, glaube ich, alles in die Halbzeit ging. Und da hätte dann auch nochmal irgendwie was passieren können oder müssen. Halt, man hatte auch das Gefühl gehabt in der zweiten Hälfte. Wenn die Eintracht war optisch besser, die waren auch spielerisch besser. Die haben jetzt nicht ein riesen Feuerwerk abgebrannt, was angesichts der Personallage, also wenn Kostic fehlt, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dann fehlt einfach der mit Abstand beste Spieler da vorne. Ja. Das merkst du einfach. Die hatten letztlich 3 Offensive auf dem Platz, die Eintracht nur, weil aber auch sonst niemand da war. Ich habe auch dann irgendwann so in der 70. gedacht, warum bringt der denn niemanden? Dann guckst du auf die Bank. Wen? Soll's bringen. Ja, ne? Also kannst Patienz ja nicht bringen, weil von außen kommen keine Flanken. Ja. Lammers haben wir schon oft drüber diskutiert. Dann hast du noch Rustic, den hättest du mal auf links bringen können. Dann kommt irgendwann Hinti und hinten wird alles irgendwie verdreht. Patienz kommt auch noch rein, weil den halt hast, aber da ist ja zu wenig insgesamt nochmal irgendwie gewesen, um nochmal irgendwie da nochmal ein bisschen Schwung reinzubringen. Trotzdem hatten sie dann ja Chancen, hatten irgendwie dieses optische Übergewicht und hätten auch nochmal irgendwie ein Tor machen können. Wieder Lindström ganz am Ende kann es 2-1 machen. Auf der Gegenseite können sie aber auch das 1-2 fangen, wenn Ramay dem Fall dann nicht so richtig gut, also wenn er den nicht gehalten hätte. Von daher. Aber so ein bisschen. Insgesamt war es ein komisches Spiel. Also, wir merken es auch, glaube ich, bei uns. Wir wissen ja nicht richtig, wie man das einordnen kann. Letztlich ist es, glaube ich, in Ordnung, da einen Punkt zu holen, wenn du so das Spiel anguckst. Ist aber eigentlich zu wenig, wenn du guckst, dass du gegen Augsburg spielst. Also, das ist halt einzuschätzen. Also, sind halt unterschiedliche Aspekte. Also, ich meine, wenn wir uns die zweite Halbzeit angucken, eine Gesamtbewertung können wir ja danach nur machen. Aber wenn ich mir die zweite Halbzeit angucke, dann ist es natürlich wirklich ein komisches Gefühl, weil auf der einen Seite hast du so über 10 Minuten, 15 Minuten so das Gefühl, beide sind gerade mit einem Punkt zufrieden. Dann gibt es aber doch wieder Angriffe von beiden Seiten. Du musst immer so ein bisschen Angst haben, dass die Augsburger dann die Chancen doch nutzen. Ein Andrea Hahn wird eingewechselt, der hat sowieso immer als alter Offenbacher immer so ein bisschen die Lust, gegen die Eintracht zu treffen. Auf der anderen Seite erspielen wir uns ja auch Möglichkeiten und ich merke, dass dann schon irgendwie am Ende, auch am Ende gibt es ja schon wieder die Chancen. Aber Basti, wie würdest du das einordnen? Waren die dann selber damit
damit zufrieden oder haben die einfach gemerkt, dass sie auch trotz der Tatsache, dass natürlich auch ein Touré offensiv versucht hat, hat zwei Tormöglichkeiten gehabt, die hat er dann dementsprechend nicht genutzt. Aber es gibt ja immer wieder solche kleine Situationen, wo du es eigentlich doch noch machen könntest. Was war das bisschen, was gefehlt hat? Ich habe keine Ahnung. Also ich war in der zweiten Halbzeit erstmal erschrocken, dass nach 14 Sekunden Augsburg schon wieder die erste Chance hat und ich gedacht habe, die Hoffnung, die ich hatte, dass die sich beruhigen, tritt hier nicht ein. Es ist dann im Laufe der zweiten Halbzeit ein bisschen passiert, aber es war dann überhaupt nicht mehr zwingend, weil ich glaube, die Eintracht hat sich auch, das muss man mal sagen, ein bisschen auf das Niveau runterziehen lassen. Augsburg ist mit die dreckigste Mannschaft, gegen die wir dieses Jahr gespielt haben. Also die sind immer flach mit der Sohle auf den Fuß gegangen. Hasebe, dass der überhaupt noch bis zum Ende gespielt hat, ist tatsächlich auch ein Wunder und würde sehr gerne wissen, wie viele blaue Flecken der gerade hat. Also es ist so gewesen, dass die Eintracht, glaube ich, sich bewusst war, dass sie eigentlich besser ist und dass sie vielleicht diese Stärken, die sie in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hat, irgendwie hier nutzen könnte. Hat man ja auch teilweise gesehen, hat die Chancen angesprochen. Aber dann in der Konsequenz sich gegen diese Augsburger Mannschaft irgendwie nicht hat durchsetzen können. Ich glaube, die Augsburger waren der Eintracht zu nervig. Und dann am Ende hat dann irgendwann die individuelle Klasse gefehlt, die halt eventuell trotzdem Kostic bringen kann, weil du hast die Räume noch gehabt, ihr habt die Chancen angesprochen. Ich glaube, diese Touré-Chancen dürfen wir gar nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sind das Riesenchancen. Das sah halt nur nicht so aus, weil der das halt wirklich kläglich gemacht hat. Nein! Und er halt auch, muss man ihm zugutehalten, er ist halt auch ein Verteidiger. So, also es ist halt dieses Ding, wenn Chandler flankt, und der Ball fliegt über die kleinen Stürmer und dann ist da halt Touré. Das ist quasi im Spielsystem geschuldet. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass der da irgendwie keinen Killerinstinkt hat. Also es kamen diese vielen Faktoren zusammen, wo du dann aber am Ende, und das hat mich erschrocken, eigentlich froh sein konntest, weil dann am Ende Augsburg die Mannschaft war, die meiner Meinung nach das mehr wollte und dann irgendwie nochmal zwei, drei Halbchancen hatte, wo du dachtest, okay, ganz am Ende, muss ich sagen, ganz bevor die hier noch 2-1 machen. Ja, ist richtig, aber direkt davor haben wir ja nochmal die Riesenchance in der 86. Minute, in der 87. Minute, wo halt Lindström erneut eine Riesenchance hat, wo er das 2-1 machen kann. Und das ist auch so eine Situation, eigentlich, wie gesagt, alles gut gemacht. Und wir wissen, und das ist auch das Ding, wir sehen ja eine Entwicklung, das sagen wir immer wieder. Und diese Entwicklung, die schreitet voran. Und ein Spieler, der jetzt schon einen perfekten Torabschluss gehabt hätte, in dem Alter, den könnten wir uns gar nicht leisten. Deswegen müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen erarbeiten. Die Schritte, die Lindström gerade macht, sind herausragend. Und deswegen, es wird weiter supported. Alles gut und schön. Aber trotzdem auch, kann man auch mal ansprechen. In einer optimalen Welt wäre das das 2-1 gewesen. Und dann wäre vielleicht der Käse wirklich gegessen. Beide. Ich glaube, das entscheidende Wort ist gerade gesagt, das ist Entwicklung. Also die muss nicht nur Lindström gehen, die muss auch die Eintracht noch gehen. Also genau das fehlt denen noch. Also zum einen dieser Killerinstinkt, der hat gegen Dortmund gefehlt, da müssen sie es 3-0 machen. Gegen Augsburg gefehlt, da müssen sie es 2-0 machen. Und die müssen halt lernen, gegen Gegner wie Augsburg ihre Überlegenheit auch dann wirklich umzumünzen in Tore, weil wir gucken jetzt, es kommt Bielefeld, danach kommt Stuttgart, werden genauso Spiele. Also diese Spiele, die wir hatten irgendwie in der Hinrunde, als Leverkusen kam und irgendwie völlig hinten alles offen gelassen hat, so Spiele kannst du irgendwann mal gewinnen, wenn es läuft. Aber wenn du jetzt gegen diese Gegner spielst, das ist noch dieser Schritt, glaube ich, der einfach noch fehlt. Also dass die bespielen und dann wirklich auch diese Überlegenheit in Chancen und dann in Tore ummünzen. Das ist genau das Ding. Wenn die das schaffen, dann haben die diesen nächsten Schritt nochmal gemacht und dann können die auch da oben wieder reinrutschen. Aber das ist, glaube ich, wirklich gerade noch, dass dieser Killerinstinkt fehlt und diese Entwicklung zu einer Mannschaft, die solche Spiele dann einfach gewinnt. Was du sagst, ist ein Schritt, der nicht einfach ist. Ja, Basti? Das ist halt auch ein Schritt, den du dir überlegen musst, weil ich bleib dabei. Du kannst halt auch noch intervenieren, ne? Also wir haben ja jetzt in zwei Wochen den Redline Day und du kannst jetzt halt entscheiden. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie unfassbar Partei für eine Seite ergreifen will, weil ich nicht in die Finanzbücher schauen kann. Es kann halt sein, dass da so alles auf Kante genäht ist, dass die mit den Arm wedeln und sagen, Leute, ich weiß, ihr wollt den und den Spieler haben, aber wir können froh sein, wenn wir das Jahr unbeschadet überstehen. Es ist halt so auch. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es ist Corona, wir haben es wieder gesehen. Wieder keine Zuschauer. Geisterspiel in Augsburg zeigt halt auch komplett, was gerade Sache ist. Ja. Und da kannst du jetzt hier, können wir uns natürlich locker hinsetzen und sagen, oh, du musst heute einen rechten Mittelfeldspieler und einen Stürmer holen. Allein wenn sie sich das nicht leisten können, kann ich mich hier auch auf den Kopf stellen. Trotzdem bleibe ich dabei. Ihr habt die Entwicklung angesprochen und das akzeptiere ich nur zum Teil, muss ich sagen. Weil das Chandler und Touré werden keine Entwicklung mehr machen. Und die Entwicklung, die du machen musst, ist an anderer Stelle. Du musst dir überlegen, wie baue ich diesen Kader um, dass, wenn Leute ausfallen, nicht trotzdem sich alles ändert. Es ist trotzdem jetzt nichts Neues, dass, wenn Kostic ausfällt, wir Probleme kriegen. Das hätte man auf die eine oder andere Weise und vielleicht im Verbund regeln können. Aber wenn du dann mit 5 Verteidigern nach Augsburg fährst, und dich wundert, dass dir vielleicht an einer Stelle die letzte Konsequenz fehlt, beziehungsweise du dich selber Optionen beraubst. Weil wenn du nicht flanken kannst und es ist niemand drin, der die Flanken annehmen kann, dann hast du halt wirklich
weniger Möglichkeiten als beispielsweise dann Augsburg, die zumindest mal einen hohen Ball reinklatschen können. Da steht Finn Bogason da und bist plötzlich gefährlich. Also ich sag's nur, diese Entwicklung, die stattfinden muss, kann in dieser Mannschaft, die da auf dem Platz stand, meiner Meinung nach an manchen Stellen gar nicht stattfinden. Stürmer. Braucht die Eintracht immer noch einen Stürmer? Ja! Stürmer. Also, ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die jetzt auch wirklich stattfinden muss, dass du das, ob jetzt im Winter machst, das weiß ich nicht. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr da jetzt machen würdet, ob ihr jetzt schon irgendwie versuchen würdet zu handeln oder das dann auch eher im Winter, in den Sommer zu postponen, weil die Frage ist natürlich, hast du jetzt das Geld, wenn du das Geld jetzt nicht hast und wenn du nicht weißt, kann sein, wenn das jetzt alles auf Kante genäht ist, dann müssen wir halt damit weitermachen und das ist auch vollkommen okay, diese Mannschaft wird sich weiterentwickeln, aber wir brauchen, dann muss aber auch die Erwartungshaltung irgendwie so ein bisschen mäßiger sein. Ja. Ne? Weil das heißt dann für mich, es geht nicht zwingend nach Europa, auf gar keinen Fall, dann bist du auch mit Platz 9 zufrieden. Ne? Ja, also ich finde, also, so ein bisschen zwei verschiedene Entwicklungsschritte für mich. Also klar, musst du den Kader entwickeln, ich finde aber auch, dass du mit der aktuellen Mannschaft, das hat man ja gesehen gegen Dortmund und gegen Augsburg, kannst du dich trotzdem weiterentwickeln. Natürlich sind da Grenzen gesetzt und die Grenzen kannst du durch Transfers irgendwie weiter nach oben verschieben. Aber trotzdem muss im Kopf was passieren, dass sie halt raffen, okay, wir sind besser, wir müssen irgendwie das ummünzen. Das ist richtig, ja. Und natürlich kannst du diesen Kader verbessern. Und ich glaube, die Schrauben, die du da drehen musst, die sind relativ eindeutig. Also die sieht jeder. Und die haben wir auch, glaube ich, schon seit mittlerweile Jahren, sprechen wir diese Schrauben an. Und da können wir aber nicht beurteilen, ob die jetzt wirklich Geld haben. Warum? Also haben die 500.000 für Ali Du, dann hättest du gestern einen gehabt auf Linksaußen. Weiß ich nicht. Und man hört ja so, oder was dann irgendwie für Gerüchte gibt, dass die im Sommer ja offenbar trotzdem schon irgendwie Pläne haben für den Sommer. Das ist halt wirklich die große Frage, wann die große Entwicklung kommt. Also wenn wirklich diese ganzen Transfers, die so in der Schwebe sind, im Sommer passieren, dann wird es eine sehr interessante Mannschaft nächstes Jahr. Die Frage ist, haben wir die Geduld, bis zum Sommer zu warten? Ja, da würde ich gerne auch nochmal einhaken, weil auch das ist ein Trugschluss. Weil du redest davon, dass das sich entwickeln muss und bla bla. Im Sommer, sage ich dir, werden drei mindestens von diesen wichtigen Spielern, die an dieser Entwicklung beteiligt sind, weg sein. Und dann hast du wieder eine ganz andere Baustelle. Also ich weiß nicht, ob man da nicht Gefahr läuft, zu sagen, man ignoriert die Gegenwart. Weil was ist denn, wenn im Sommer Indika, So und Kostic gehen? So, dann hast du wieder eine komplett andere Problematik, um da irgendwie Strukturen in diese Mannschaft zu bringen, beziehungsweise musst du sie komplett neu aufbauen, machen wir uns nichts vor. Und die Entwicklungsschleife ist ja eine andere, weil wenn du dich jetzt mit versucht kleinen Schritten wieder in die Europa League arbeitest, wie auch immer, dann hast du natürlich einen anderen Appeal und kannst auch wieder Leute holen, die sagen, geil, da bin ich in der Europa League und dann ist es halt nicht schlimm, dass oder weniger schlimm, dass so ein Spieler wie So, der sich wunderbar entwickelt hat bei der Eintracht, Kostic, der vielleicht den letzten großen Vertrag unterzeichnet, dass die dann halt weg sind, aber wir sagen, ja, aber Leute, wir sind ja trotzdem wieder in der Europa League und schaut, was wir möglich gemacht haben. Lindström ist zu einem super Bundesligaspieler geworden in der Zeit, wollt ihr das auch? Dann kommt vielleicht vorbei. Also das ist das schwierige Mischverhältnis, was Basti, du sehr gut illustriert hast, wo man darüber nachdenken muss, vielleicht jetzt schon den ein oder anderen heranzuziehen. Natürlich war es auch bitter, dass auf der linken Seite ein Holge auch verletzt war, sonst hätte der ja statt Kostic vielleicht gespielt. Ne? So mussten wir halt komplett umstellen. Aber das sind halt so Sachen. Ich finde, man sollte weiter darüber nachdenken und vielleicht gibt es ja schon die Möglichkeit, den ein oder anderen Spieler im Winter jetzt nochmal abzugeben, um dann Ressourcen frei zu machen und zumindest leihweise etwas zu probieren. Weil wir haben diese Chance, andere sind auch am Schwächeln. Diese ganze Riege da oben ist eigentlich nicht so wirklich sicher und es gibt immer noch die Möglichkeit, weiter da noch reinzurutschen. Ja, ich sehe es ja. Also klar, wenn die Kohle haben, dann sollten die im Winter versuchen, diesen Kader zu verstärken. Da bin ich komplett eurer Meinung. Ich weiß halt nicht, ob es die Möglichkeiten gibt, aber natürlich, die Chance ist, glaube ich, groß. Also Leipzig kommt jetzt von hinten, ich glaube, da wird noch ein Platz wegfallen da oben, aber die Chance ist definitiv in dieser Saison da, also irgendwie sagen wir es jede Saison, aber die Chance ist noch nie so groß gewesen, wirklich da oben reinzustoßen mit einfachen Mitteln. Ja, da muss ich leider wieder einhaken. Da muss die Eintracht mit dem Erwartungsmanagement schön spielen. Weil mir gab es im Winter, gab es für mich viel zu selbstverständlich Diskussionen, auch von Eintracht aus, dass man ja in der Rückrunde, man ist jetzt zufrieden, man ist im Flow, man könnte ja mal da oben angreifen. Mhm. Das kam mir viel zu selbstverständlich, um dann zu vergessen, du musst halt, wenn du das sagst, auch in Augsburg gewinnen. Ja, klar. Und du musst halt auch wissen, dass dein zweiter Anzug an gewissen Stellen einfach nicht passt. Machen uns nichts vor. Gewisse Spieler dürfen nicht ausfallen. Und das ist halt trotzdem was, was du immer einkalkulieren musst. Und wenn das so ist, dann ist es auch völlig okay, Marvin. Das Ding ist, ich fordere hier gar nichts. Ich sage nicht, die Eintracht soll in die Europa League. Aber wenn
die Kommunikation schon in diese Richtung geht, zu sagen, ja, wir sind im Flow und wir gucken mal, was da geht, dann musst du es halt auch liefern. Wenn du in Augsburg nicht gewinnst, lieferst du es halt nicht. Das muss man sich bewusst machen. Du musst jetzt einen Weg finden, zu sagen, Kommunikation und die Ziele gehen irgendwie in den Einklang. Und wenn du sagst, ah ja, wir können es ja, ich meine, du kannst ja kommunizieren, zu sagen, es ist keine Pflicht, in die Europa League zu kommen, weil wir durch Corona auch im zweiten Anzug nicht stark genug besetzt sind. Wir probieren es aber trotzdem und dann schauen wir mal. Ist völlig in Ordnung. Ich meine, im Endeffekt ist es genau meine Mut. Ich werde mich nicht auf den Boden legen und heulen, wenn die Eintracht Achter wird. Trotzdem muss das klargezogen werden, auch vielleicht für die Mannschaft, weil ich will mir kein Gelaber anhören, so wir greifen oben an und dann spiele ich in Augsburg mit 5 Verteidigern. Das ja, und dann machst, du machst ja auch den gleichen Fehler wie in der Hinserie, wo du ja auch genau gegen solche Gegner wieder Punkte gelassen hast. Dass du gegen Dortmund nicht gewinnst, ist okay. Dass du aber gegen Augsburg keine 3 Punkte holst, wird schwierig, wenn du musst jetzt sehen, dass du gegen Bielefeld 3 holst. Wir haben die Zeit für Ausreden, ist dann dahingehend dann auch ein Stück weit vorbei, aber es macht halt ein bisschen was schwieriger. Ich will noch mal ganz kurz noch mal einmal zum Spiel, weil wir auch eine Frage hatten bei der Reaktion von der Barbara, die gefragt hat, warum wechselt Glasner eigentlich so spät und warum kam Hinti so spät rein? Fandet ihr auch, weil ich hatte nämlich persönlich auch das Gefühl, dass Glasner sehr spät gewechselt hat, mit was hängt das zusammen? Wie war da dein Gefühl? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass halt einfach, wenn hätte denn einwechseln sollen? Nehmen wir da, also, war. Ja, also warum hätte Hinti früher kommen sollen? Also was Hinti, also ich dachte erst, als Hinti kommt, der stellt sich jetzt voll in den Sturm, weil keiner da ist, der irgendwie kopfballstark ist. Also wir drehen es da im Kreis. Also es liegt, wenn du Alternativen auf der Bank hast, kannst du auch früher wechseln. Aber ich hätte auch nicht gewusst, es hätte jemand über außen kommen müssen, es gab aber keinen, den du da hättest einwechseln können. Dann hast du Paciencia, den du einwechseln kannst, der braucht aber Flanken. Wenn du keinen auf der Außen hast, der Flank, musst du auch Paciencia nicht bringen. Über Lammers haben wir schon oft gesprochen, dann hast du noch Rustic. Also ich habe jetzt auch. Ja, Rustic oder Ache hätte man ja schon mal drüber nachdenken können. Ache, aber das ist ja genau das Ding. Also ne, früher hast du gedacht, komm, bring Kayo, dann passiert noch was, aber diesen Kayo, den gibt es gerade nicht auf der Bank. Wo du denkst, geil, da kommt nochmal irgendwie, jetzt kommt der Ache und schnickt nochmal 3 aus. Also das ist auch der Kader. Also wir haben es eben drüber gesprochen. Wenn dann Leute ausfallen, dann wird es irgendwann eng. Ja, aber du sagst, Rustic wurde jetzt auch von einigen in der Community bei der Reaktion gefordert. Der hätte ja beispielsweise auf der linken Seite auch spielen können. Schreibt ihr immer noch mal in die Kommentare, wenn ihr Rustic-Ultras seid und das genauso seht, ja. Aber Basti hat ja schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar darf man den nicht vernachlässigen, denn es waren 2 Stammkräfte, die gefehlt haben. Mit Kostic und mit Trapp 2 Leute wegen Corona. Und ich glaube, und darüber können wir ja noch mal ganz kurz sprechen, das ist jetzt so ein bisschen schon ein Gamechanger, was auch echt entweder ein Genickbruch oder für die Eintracht von Vorteil sein kann, wenn sie wenige Corona-Fälle hat. Das heißt, muss gerade noch enger stehen. Aber genau so 2 Ausfälle, die kannst du, wenn du die Kaderbreite dir anguckst und auf die Bank guckst, einfach sauschwer ersetzen, Basti, ne? Ja, es ist halt das. Es war halt auch bekannt und das ist halt genau das, was ich sage. Da musst du halt, ich meine, das weiß man ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass einen das irgendwie völlig überraschend trifft, dass die Eintracht nicht mehr für alle Situationen jemanden auf der Bank hat. Also du hast ja kein Instrumentarium auf der Bank, wo du weißt, okay, Situation XY tritt ein, ich kann Spieler Z einwechseln. Das ist ja nicht mehr so. Vielleicht defensiv, ja, kannst du hinten dich machen, tust Ilse rein, oder wir haben es erlebt, mit dem Dortmund tust Hasebe rein, dass du da hinten irgendwie noch zumachen kannst. Nach vorne wird es da schon eng, und da verstehe ich Glasen ehrlich gesagt auch, dass er sagt, ah ja, dann lasse ich lieber die 3, die funktionieren gut, dann wenn ihr noch könnt, Leute, macht weiter. Bevor ich rennt einfach. Ja. Nein, weil ich meine, wir haben es auch gesehen. Erinnert euch an Spiele beispielsweise in Wolfsburg, wo dann mit Wechseln komplett alles durcheinander war. Also ich erinnere mich an Spiele, wo nach Wechseln war alles durcheinander und du wusstest überhaupt nicht mehr, was jetzt hier quasi wer wie zu tun hat. Und ja, du hast es angesprochen. Ich meine, im Tor war es so, dass Ramay das gut gemacht hat. Du halt aber trotzdem merkst, dass dann Trapp fehlt. So, aber das ist jetzt was, wo du sagen kannst, okay, da kann die Eintracht auch nichts dafür. So, das ist Corona, das ist einfach eine Sondersituation. Du kannst ja jetzt keinen Trapp-ähnlichen Ersatz auf die Bank setzen. So, das Maximale, ich meine, die Eintracht hat schon einen maximal guten Ersatztorwart, der auch akzeptiert, dass er Ersatztorwart ist. Also da kann ich ruhig schlafen. Über Kostic haben wir ausführlich gesprochen. Aber Marvin, ich glaube, was du ansprechen wolltest, ist, Corona wird natürlich jetzt auch für viel Willkür in den nächsten Wochen sorgen, weil du hast es gesehen, Gladbach gewinnt in München, weil da 1000 Fälle sind, das kann dir selber auch passieren, es kann aber auch unseren Gegnern passieren, also es ist jetzt im Endeffekt eine Lotterie, die da stattfindet und das ist halt nur noch ein weiterer Punkt, der alles noch anstrengender macht, weil momentan ist es wirklich so, also 3 Leute mit Mülltonnen auf der Tribüne zu sehen, ist was, was ich nicht. Aber das Gute ist ja, Trapp und Kostic haben jetzt schon gefehlt, also eigentlich die 3 dürften ja jetzt zumindest
Wir ja, spielen. Ja, ja, hoffen wir, dass das genauso ist. Geplante Infektion gegen die schlechten Gegner. Wir holen mal Corona, wir spielen gegen Augsburg und Bielefeld, da geht es noch. Am Ende kann es genauso für diese Saison genauso sein, weil es kann, ich glaube schon, je nachdem, natürlich ist es jetzt gerade eine heftige Phase, der Februar wird krass, ich glaube, im März wird es wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber das sind natürlich jetzt gerade die Zeiten, wo du irgendwie versuchen musst, durchzukommen mit möglichst wenig Infektionen, und wenn du dann weniger Infektionen als der Gegner hast, dann sieht es tendenziell ein bisschen besser aus, aber das können wir nicht bestimmen. Absurde Zeiten. Das ist komplett absurde Zeit, weil wir lassen hier natürlich so ein bisschen die Gesundheit der Spieler auch außen vor, denn ja, wir sehen ja mittlerweile, es gibt den einen oder anderen Spieler, der im Afrika-Cup gar nicht wirklich teilnehmen kann, weil er noch Nachwehen, noch Beschwerden da dementsprechend hat. Also das ist ein richtig krasser Komplex, aber ich will noch mal ganz kurz auf den Spieler zu sprechen kommen, Basti, den du eben erwähnt hast, und zwar der Ersatzspieler für Kevin Trapp, und zwar Dian Dramay. Und da habe ich mal einen Experten gefragt, unseren Sauer-Official, ja, unseren Dominik Sauer, der ja selber mal Torhüter war, und der hat, ich glaube, der hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der hat gesagt, also was ihm gefällt, ein sehr mutiges Torwartspiel, aggressiver bei Hereingaben als Trapp. Also das hat man auch gemerkt. Es ist wirklich so, dass Dian Dramay wirklich viel rausgegangen ist, versucht hat, den Ball wegzufischen. Und auch, dass er sich trotz des 1:0, was er vielleicht mit zu verschulden hat, 1:1, was er vielleicht mit zu verschulden hat, jetzt nicht irgendwie zurückgestellt hat, sondern weiter präsent war, weiter vorwärts gegangen ist, hat beim Gegentor dementsprechend ein bisschen spekuliert, was nicht so funktioniert hat. Aber beispielsweise gegen Niederlechner war er extrem stark, und es scheint, dass er technisch durchaus stark ist. Die Abschläge waren teilweise tatsächlich besser. Geil. Auch die Abwürfe. Auch die Abwürfe. Also wir sehen, das war gerade am Ende, hat er uns den Punkt geholt. Das muss man wirklich sagen. Es ist eigentlich für mich trotzdem ein gutes Debüt, weil, was ich geil fand, dass er nach dem 1:1, wo er, normalerweise kommen dann Leute vielleicht ins Hadern, Kopf abgeschaltet, das war auch so, diese 5 Minuten, aber nach der Halbzeit war das wieder richtig gut, und da hat er uns den Punkt sogar gesichert. Also ich bin zufrieden, liebe Leute, schreibt ihr in der Community, was für euch Dian Dramay ausgelöst hat. Weide, wie war es bei dir? Ja, ich glaube, alles zusammengefasst. Ich glaube, im Gegentor, da können wir nicht ganz rausreden, also da muss er, also die kurze Ecke aufzumachen in der Situation, das weiß er, glaube ich, selbst, sollte er nicht tun. Insgesamt kann man ihm aber keinen Vorwurf machen. Also ich meine, der kommt da irgendwie hin, der hat zuletzt in der U19 Bundesliga gespielt und muss dann plötzlich irgendwie im Geisterspiel in Augsburg Bundesliga spielen. Dafür hat er es gut gemacht. Also er ist der Letzte, niemand ihm Vorwurf machen sollte nach dem Spiel. Der weiß, was er falsch gemacht hat, der weiß, was er gut gemacht hat. Der hat gute Ansätze, ist ein guter Torwart. Also von daher, gibt dem jungen Zeit, er ist ja noch sehr, sehr jung. Kevin Trapp wird auch noch ein bisschen da sein, da kann er noch sehr viel lernen, und irgendwann wird er den höchstwahrscheinlich ablösen als Nummer 1. Ja, wir haben das ja hier in den Kommentaren, da wurde es ja im Verlaufe der Zeit ja schon total früh gesagt, dass Dian Dramay der nächste Kevin Trapp ist und dass er am besten jetzt sofort mit Dian Dramay spielt. Ich glaube, wir sehen, es gibt noch so ein paar Prozent, die fehlen, aber das Debüt war trotzdem insgesamt vielversprechend, ja. Basti. Und damit können wir eigentlich sagen, ist doch okay, oder? Ja, ich fand es auch ein gutes Debüt. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass das passiert ist, weil er dann auch so ein bisschen vielleicht gebremst wird und sagen kann, okay, ich muss noch weiter arbeiten, weil diese Selbstverständlichkeiten, die in den Kommentaren dann immer stattfinden, naja, der kann ihn klar ersetzen. Das ist normal, dass du als Torwart Erfahrung brauchst. Das ist ja auch ein Teil der Dinge im Torwart. Du brauchst Talent, brauchst aber auch viel, viel, viel Erfahrung. Ja, ich meine, nicht umsonst werden Torhüter erst ab 30 so mit am besten. So, es ist halt ja. Im Endeffekt so. Und vielleicht ist es für seine Entwicklung sogar ganz gut, weil du hast gesagt, Marvin, das war für mich das Allerwichtigste, dass er nach diesem Fehler, den er passiert halt, was willst du jetzt machen? Das hat man ihm nicht angemerkt, sondern er ist dann trotzdem mutig rausgekommen. Er hat jetzt nicht irgendwie bei vielen Sachen die Sicherheitsvariante gewählt, sondern er war mutig, und ganz am Ende hast du die entscheidende Szene angesprochen. Im Endeffekt hat er 1:1 seinen Fehler wieder gut gemacht. So, also er hat quasi einmal dieses Tor verschuldet, aber auch eins komplett verhindert. Also von daher glaube ich, dass er zufrieden sein kann und ja, wir ruhig schlafen können, wenn zumindest Kevin Trapp ausfällt, aber war ja leider nicht bei allen so, aber gut. Ja, so ist es. Aber trotzdem, für mich immer noch im Vordergrund steht halt eine Frage, nachdem wir das jetzt auch froh sein können, dass das im Endeffekt so läuft, aber was halt nicht so geil ist und was wir immer wieder, worauf wir immer wieder zurückkommen, wie kann die Eintracht denn jetzt trotzdem gegen Bielefeld den Dreier holen? Oder fehlt hier der Killerinstinkt? Also was muss jetzt noch passieren, damit halt jetzt da der Bock umgestoßen wird? Und da zahle ich jetzt 5 € in die Kasse. Ich weiß, jetzt kommt schon gleich Lattek rein, ja? aber irgendwas müsste doch jetzt noch passieren. Gibt es irgendwie einen Ansatz, wo ich sagen kann, okay, das und das wird auf jeden Fall gegen Bielefeld besser, und dann holen wir die 3 Punkte weiter. Also erstmal sollte Philipp Kostic zurückkommen. Ich weiß nicht, wie diese Regeln, ich blick nicht mehr durch, wann er wieder mitmachen dürfte eventuell. Ja, ich glaube, es ist nicht so schwierig. Also die sind die bessere Mannschaft als Bielefeld. Ich glaube, das haben sie bewiesen in den letzten Wochen und Monaten. So doof es klingt, sie müssen halt einfach die Chancen nutzen. Also sie müssen wieder auf den Platz gehen und es halt auch wirklich verkörpern, dass sie wissen, dass da nur Arminia Bielefeld ist und die bespielen und vielleicht auch, naja, wenn das Personal hergibt, eine mutige Aufstellung wählen und dann wirklich die halt bespielen, Bielefeld. Und dann irgendwann
Das hört sich doof an, aber die Chance eine Tore ummünzen und dann wird es schon funktionieren irgendwie. Ich glaube, also das ist das positive Fazit, mit dem wir hier rausgehen können. Wenn man darüber diskutiert, dass Chancen nicht verwandelt wurden, hat man sie wenigstens. Also ja. Das ist im Endeffekt einfach so, dass solange du die Chancen hast, ist eigentlich noch alles in Ordnung. Weil die Eintracht hatte größere Probleme schon die Saison. Wenn wir uns irgendwie an September, Oktober erinnern, da gab es keine Chancen. Und da mussten wir uns Sorgen machen, aber die haben sie ja. Die müssen sie halt nutzen und dann funktioniert es. Das ist eine sehr gute Weiterentwicklung, die du da gerade skizzierst, denn das ist ja tatsächlich so. Erinnern wir uns an die zweite Halbzeit gegen Bielefeld in der Hinserie. Da haben wir gedacht, Alter, was ist denn hier los? Komplett Stecker gezogen. Wo seid ihr? Was ist präsent? Und das sehen wir ja gegen Augsburg. Man hat dann am Ende sogar noch die Chance. Natürlich kann man auch froh sein, dass man mit Ramay dann hier einen guten Torhüter hat, dann das potenzielle 2:1 vereitelt. Aber genau daran musst du jetzt weiterarbeiten. Und dann ist es auch so, dass du gegen Bielefeld jetzt auch schon am Freitag, die haben ja gestern ihren Klassiko bestritten gegen Greuther Fürth, 2:2 ausgegangen, wo sie aber auch eine ganze Weile sogar zurückgelegen haben und erst gegen Ende durch Castro dann wieder ausgeglichen haben. Also, ist der eigentlich dahin gewechselt? Wie lange habe ich denn geschlafen? Oder? Keine Ahnung, ich glaube im Sommer, ich muss aber auch sagen, Sommer, Winter, es ist, wie soll ich weiß nicht, ich sitze hier nur drin, bekomme gar nichts mehr mit. Ja, Winter, Marvin, das ist Winter. Dann brauche ich doch mehr als Hemd. Naja, aber gut, aber ihr merkt, im Endeffekt ist es dann so, dass wir, das war der 16. gegen 18., das war ja jetzt kein Topspiel, ne? Und du siehst, beide tun sich schwer. Bielefeld ist leider auch in dieser Saison auch weiter ein Abstiegskandidat und die Eintracht muss dafür sorgen, dass sie das auch nach dem Spiel gegen die Eintracht zu Hause in Frankfurt bleiben. Deswegen schaut mal, schreibt mal in die Kommentare, wie es ausgeht, was ihr denkt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Ja, meine lieben Freunde, wer hätte gedacht, dass man eine 30 Minuten und mehr Folge über ein 1:1 in Augsburg machen kann? Ha? Also, falls ihr wissen wollt, was passiert ist und worüber wir sprechen, hier haben wir die Highlights und die Spielszenen nochmal kommentiert. War ja zumindest mit Kamal ein richtig, richtig schönes Tor dabei. Und auch das Soapass kann man sich hier nochmal anschauen. Von uns sensationell kommentiert.